hab schon voll vergessen, ein Video zu machen. Wir waren eben jetzt schon im Anime drin. Da war aber bis auf ein bisschen Totoro. Eine Sache haben wir geholt. Eine Gigi mit Magnetenfüßen. War dann nicht das, was wir gesucht haben. Also geht's jetzt weiter. Und gleich fahren wir nach Tokyo Station. Ein Kinderspieleland. Dann kannst du wahrscheinlich deine Kinder abstellen und dann hier gucken gehen. Mega cool. Welch Kind würde ich rein wollen? Tokyo Station angekommen. Wir sind auf der schönen Seite rausgegangen, was aber eigentlich die falsche Seite ist. Also mit schön meine ich, dass da das alte Bahnhofsgebäude noch vorgebaut ist quasi und dahinter alles neue gebaut wurde. Ich hätte es auch aufgenommen, aber ich war gerade mit Essen beschäftigt. Und jetzt gehen wir außen um zu und unter den Tunneln unter durch und dann sind wir da, wo wir hinwollen. Wir haben den Tunnel erreicht. Nina hat übrigens eine Beintasche. Die haben wir zu Hause noch fertig gemacht. Da ist so ein Resident Evil Stars Badge drauf. Drei adrette Typen vor uns. Ich glaube, die haben schon Pause. Oder die machen einfach gerade Pause. Der Tee schmeckt, glaube ich, nicht. Aber er muss helfen, weil Line von der Klimaanlage, wo wir die eine Nacht anhatten, jetzt so einen trockenen Hals wieder hat und dann müssen wir da was tun. Ein bisschen Tokyo Station Rundumblick. Was hast du gerade entdeckt, Lina? Ich glaube, das da vorne ist ein Gefängnisbus. Der da? Also ein Gefangenentransportbus. Bin mir aber nicht sicher. Ich wüsste nicht, warum sie hier halten. Oder ein fahrendes Gefängnis. Maybe. Hier scheint der Laden gewesen zu sein. Da stand mal die Akabeko. Und jetzt ist da ein Teppichflieger drin. Vielleicht ist der ja jetzt in der Tokyo Station. Wir gucken uns da auf alle Fälle jetzt mal in der Mall um. Also gefühlt stehen die hier für alles Schlange. Also falls du mal in der Mittagspause mal schnell essen willst, dann ist das nicht so drin. Dann musst du mal ein bisschen länger einplanen. So eine Stunde warten. Und deswegen haben die wahrscheinlich Gleitzeit und arbeiten danach weiter. So sieht das dann aus, wenn die alle warten. Und vor den Toiletten sieht das ähnlich aus. Einmal für meinen Bruder, japanischer Lego Store. Hier gibt es, glaube ich, dieselben Sachen wie bei uns, oder? Ja, ein paar coolere, ne? Naja, das gibt es ja bei uns auch. Disneyland. Das ist aber ein kleiner Shop. Oh, das ist der große, den wollte ich immer gerne haben. Aber der kostet bei uns nur 100. Den kann man auch einfach nur hinstellen zum Angucken. Der hat so einen Standy. Und da hinten gucken wir mal, was der... was er kostet. Oh, okay, ich will mich nur bedenken. Ne? 550 Euro. Ja. Jurassic Park. Architecture. Was ist damit? Oh nein.
Das kostet auch viel. Das ist mit den meisten Teilen. Das hat knappe 6000 Teile. Eine Harley. Ja. Aber schon cooler Kram. Flintstones. Ja, den gab es auch im Legoland schon. Dann gehen wir wieder raus. Kapselautomaten. Und da oben ein Freezer-Mülleimer. Wieder ein Totoro-Schalter. So. Wir haben uns nach Tokyo Station jetzt entschieden, nach Akihabara einen kurzen Abstecher zu machen, schon ein, zwei Sachen zu gucken. Eike ist zum Kaiserpalast, der hat sogar auf scheinbar. Vielleicht macht er ein paar schöne Bilder und Videos und dann füge ich das auch mit ein. Das wäre ja eine Idee. Dann habt ihr ihn vielleicht auch mal von innen gesehen, wenn das geht. Und wir gucken einfach mal und schauen, was wir sonst noch so kaufen. Wir haben heute schon 80 Euro ausgegeben. Was stimmt? Dass keiner Tails wegkauft. Ja, hoffen wir es. Wir haben auf jeden Fall schon ein bisschen was gekauft. Aber jetzt sind wir auf der Suche nach... Und wir haben einmal zu viel bezahlt. Ja. Und dabei hatten wir schon echt viele Läden durch. Ja, aber dann wollte Line doch schon. Ja, weil man nur gesehen hat, dass es teurer wird. Und dann noch mal direkt nachdem wir gekauft haben, kommen wir in einen Laden. Dann gehst du in so einen Keller runter und da ist auf einmal alles günstig. Ja. Kannst du ja nicht riechen. Oh ja. Ja. Auf jeden Fall, wir haben jetzt schon Tanjiro, wir haben Inosuke, wir haben Zenitsu von Demon Slayer. Kimetsu no Jaiba. Jetzt fehlt uns aber immer noch Nezuko. Ja, die wolltest du jetzt doch haben. Eigentlich wollten wir die anfangs nicht holen. Genau, anfangs wollten wir gar keine Nezuko haben. Jetzt haben wir uns aber doch dafür entschieden. Wird das kostet halt einfach nochmal 8000 mindestens. 80 Euro. Ja. Da müssen wir jetzt nochmal gucken, wo wir eine finden, die vielleicht auch noch ein Tick günstiger ist, damit sie sich unserer Sammlung anschließen kann. Und dann können wir uns in der nächsten Zeit überlegen, welche Tails-Figuren wir uns holen und wie viele. Und wieder ein Abend auf dem Weg zum Essen. Das ist die große Kreuzung vor der Fußgängerzone. Schon wieder spät geworden und ja, ich weiß gar nicht, was ich heute alles an Videos gemacht habe. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel in Akihabara gemacht. Tut mir irgendwie auch ein bisschen leid, aber irgendwie hat man auch mehr sich mit Gucken beschäftigt und so, anstatt zwischendurch Videos zu machen. Aber ich glaube, ich habe am Anfang doch ein bisschen was gemacht. Ich hoffe, das gibt so ein bisschen den Eindruck, vielleicht mache ich morgen früh noch wieder was, weil wir da nochmal schnell hindüsen. Aber vielleicht ist der Tag auch morgen mit Odaiba voll. Auf alle Fälle geht es morgen ins Teamlab Borderless Museum in Anführungsstrichen nach Odaiba. Wir gucken uns den Gundam an, wir gucken uns die Rainbow Bridge an bei Abend. Dies, das. Ne? Ja. Ich könnte euch noch zeigen, was wir alles gekauft haben. Das steht auf alle Fälle da. Die lila Tüte ist mit Kapseln voll. Die Kapseln liegen aber generell auch da schon. Die Tüte ist neu. Die Tüte ist neu, die Tüte ist neu, die Tüte ist neu, die und die. Ja. Aber ihr werdet ja nochmal alles nochmal alles sehen, wenn ich einpacke und dann mache ich nochmal ein Video von allen Sachen, die wir gekauft haben.